Hallo, 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 hier ist wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen auf dem YouTube-Kanal Shoki Banoki New Television. Ich bin der Saji und das hier ist der Till von seinem Kanal Till und sein Vlog. Ja. Und der Till, der unterstützt mich heute hier beim Vortragen von den verschiedenen Themen. Heute am 30. Mai und am 30. Mai haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind. Und wer ist das heutige Geburtstagskind? Icke Hessler, also Icke, Thomas Hessler. Icke Hessler ist Geburtstagskind, seines Zeichens der Fußballer und Dschungelcamp-Besucher. Ja, mittlerweile stimmt. Hat er sein Lebenswerk, hat einen Tiefpunkt erlangt irgendwann mit dem Dschungelbuch. Dschungelbuch, genau. Dschungelcamp. Ja. Der hätte einfach nur Weltmeister bleiben sollen. Aber, da war ja, 1990. Das ja, ist so die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich quasi bewusst erinnere. Echt? Ja. Was für ein Jahrgang bist du? 79. Ah, stimmt. Ich habe die 86er hab ich komplett im Kopf und die 82er nur so die Endspiel- und Halbfinalspiele irgendwie von den Deutschen. Hm. Ja, nur so ganz schäm, aber, ja, aber wie gesagt, habe ich komplett. Ja, also 90. Das sind ja diese 5 Jahre. Ja, genau, aber da ist er ja auf jeden Fall Weltmeister geworden. Das ist riesig gewesen. Ja, ich war gar nicht in Deutschland, deswegen konnte ich nicht richtig mitfeiern. Aber ist egal, das habe ich dann 2014 habe ich das so nachgeholt. Ja. Aber am 30. Mai hat nicht nur Icke Hessler Geburtstag, sondern am 30. Mai wurde auch die Münchner Allianz Arena eingeweiht. Und die Münchner Allianz Arena... Das ist doch dieses bunte Teil, ne? Ja, genau. Also die Münchner Allianz Arena leuchtet ja immer nach dem, was da gerade stattfindet. Also zum Beispiel, das ist ja bei einem Nationalmannschaftsspiel, ist dann halt ist es dann Schwarz-Rot-Gold. Bei einem Bayern-Spiel ist es dann, glaube ich, Rot-Blau. Und da, als noch der TSV 1860 München da gespielt hat, war es Blau-Weiß. Muss ich irgendwie, glaube ich, jedenfalls. Und das erste Spiel war nicht Bayern München, sondern das erste Spiel war TSV 1860 München gegen 1. FC Nürnberg. Damit wurde Top-Spiel. Ja, aber richtig Top-Spiel. Ne? Und das zweite Spiel erst am nächsten Tag war dann Bayern München gegen die Nationalmannschaft. Und da haben dann da haben die Leute dann so sehr danach gefragt, die wollten noch sowas haben. Und dann hat dann Bayern München gegen 1860 München dann gespielt. Weil da wäre mal die Frage, wie es dann... War das dann halt halb-halb oder was? Ne? Es hat geblinkt. Ach so, ja, genau. Also, das kann sein. Nee, glaube ich nicht. Auf jeden Fall, da haben dann die Bayern gegen die Bayern gespielt. Ne? Und da hat aber 1860 hat gewonnen, 1:0. Und das erste Tor in der Arena hat geschossen Patrick Milchraum. Ah. Muss man kennen. Ja. Patrick, ja, du warst der Erste. Aber egal. Ja. Was war noch am 30. Mai? Spanien ist der NATO beigetreten und zwar 1982 offiziell. Ah, am 30. Mai 1982 in NATO beigetreten und im gleichen Jahr war er auch in Spanien die WM. Da haben wir gerade eben kurz drüber gesprochen. Also 82 war die Spanien-WM, hat Italien den Weltmeister gemacht, gegen die Deutschen, so eine Scheiße aber auch. Und 86 war es in Mexiko, deswegen also der NATO beigetreten und WM in Spanien. Hm. Wie hängt das zusammen? Ja. Kann sich jeder mal Gedanken machen. Naja, egal. Am 30. Mai ist auch der Seefahrer Fernando de Soto losgezogen. Und das war 1539. Und der hat was entdeckt? Florida. War mal richtig geil, dass er das entdeckt hat, oder? Ah, der Flori war auch da. Ja, genau. Das ist der Fernando de Soto. Und er hat am 30. Mai 1500 und, Moment, 39 hat er Florida entdeckt. Ja, da fragt man sich, wenn 1400, wann war das? 82 oder 92. 92, entschuldigen Sie, Herr. Der Kolumbus da war, warum hat er Florida nicht gerade mitentdeckt? Naja, der war so begeistert, dass er Indien gefunden hat und... Ach so, ja. Der hat das ja zu Lebzeiten nicht mitgekriegt, dass er in Amerika ist. Ja, ist schon klar. Aber der Florida wollte er nicht. Florida nicht. Das war dann irgendwie zu viel, das Ganze. Auf jeden Fall, De Soto hat Florida entdeckt. Das war der 30. Mai. Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und hier ist der, wie heißt du nochmal? Till. Till, ja genau. Er ist der Till und ich bin der Sashi. Und morgen geht's weiter mit Daily. Schalte wieder rein und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Und seinen Kanal, Till und seinen Blog auch noch abonnieren. Auf jeden Fall. Und hier, wie blöd, irgendwie liken. Und kommentieren. Und kommentieren, genau. Cheerio, Miss Sophie.